Und einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Captain Karacho. Ja, ich bin zurück auf YouTube. Wir versuchen einfach mal in den nächsten Wochen, Monaten einfach mal wieder ein bisschen mehr Action auf dem YouTube-Kanal hier zu bringen. Ist so ein kleines Projekt, was ich mir so ausgedacht habe, in der Hoffnung, dass es eventuell vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Und zwar habe ich mir gedacht, wir werden es tatsächlich so machen. Ich werde versuchen, Spiele, die ich für mich selber spiele, aufzunehmen und eventuell Stream-Zusammenschnitte auf dem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Als erstes mit dem Neustart beginnen wir einfach mal mit dem Spiel No One Survived. Da gibt es schon den Stream dazu, habe ich schon mit dem Browser zusammen angezockt. Mich hat das Spiel mehr oder weniger schon ein bisschen überzeugt. Ich hatte jetzt die letzten Probleme beim selber Spielen gehabt. Dass es immer wieder gecrashed ist, das Spiel. Ich habe jetzt alles nochmal neu gemacht, habe das Spiel deinstalliert, neu installiert. Ich habe den Grafiktreiber neu installiert. Und ich habe DirectX neu installiert, Windows Update alles gemacht. Jetzt ist eigentlich nichts mehr, was da ist. Wir probieren es einfach mal. Und ja, wir starten. No One Survived. Ein sehr, sehr schönes Early Access Game, wo wir wieder das Survival mit Zombies und ähnliches im Kopf haben. Sehr viel Crafting, Base Building, Looten, so wie wir es auch schon können. Ich würde sagen, wir bewegen uns in dem Bereich Scum, DayZ, Miscreated, vielleicht noch Infected. Irgendwo so diese Mischung da draus. Diese Sachen sind da so mit drin verarbeitet. Es ist ein sehr, sehr früher Early Access und dementsprechend kann man eigentlich schon mal sehr, sehr gespannt sein, was da alles zu enthalten ist. Und ich will schon mal ein ganz kleines bisschen spoilern. Sieht schon nach relativ viel aus, aber das zeige ich euch im Spiel direkt. So, wir starten einfach mal. So, jetzt sind wir im Spiel drin. Wir bestätigen den erstmal. Machen wir ein neues Spiel. So, einfach nur, dass ich das für mich weiß. Geschenkpaket für Anfänger darauf verzichten, aber Angriff der Leichen Loot habe ich noch nie ausprobiert. Ich gehe da fast von aus, also dann würde ich vielleicht sogar noch die Verbindung zu 7 Days haben, was wir viele kennen es ja, dass ich damit angefangen habe. Wieder schließen können, dass eventuell im Angriffszyklus von 7 Himmel. Die Übersetzung ist noch leicht lustig. Was auch immer das bedeutet, wir lassen es einfach erstmal so, aber wir nehmen das Geschenkpaket raus. Wir lassen diese Leichenblut. Ich bin gespannt, wie das aussieht, sollten wir das, wenn wir das erreichen. Einen dauerhaften Tod habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet. Die gehen. Also das heißt, wenn man stirbt, gehen alle Fertigkeiten verloren. Habe ich jetzt erstmal ausgestaltet und den Rest lasse ich jetzt einfach so. Also wir spielen hier tatsächlich erstmal auf ganz einfache Einstellungen, einfach nur Spiele kennenzulernen und Fortschritte zu machen, um mal zu sehen, wo kommt man hin, wie entwickelt sich dieses Spiel und was passiert eigentlich alles in diesem Spiel. Und es macht natürlich keinen Bock wahrscheinlich, wenn ich 12-mal sterbe, schon in der ersten Folge und wir einfach keinen Fortschritt mehr machen. Deswegen habe ich es erstmal auf einem sehr einfachen Niveau. Sollten wir damit klarkommen und gut klarkommen, können wir immer noch überlegen, ob wir das auch wirklich mal auf dem Hardcore spielen können. Ja, also wir bestätigen es und schon lädt er. Kann relevante Fertigkeitserfahrung sammeln. Finde Überlebende auf der Karte und tausche mit ihnen gegen die benötigten Ressourcen. Also wir haben eben auch Händler mit bei. Hier ist es. Der Zombie-Virus ist ausgebrochen. Du hast 3 Jahre im Tierheim gelebt, aber die Ressourcen des Tierheims waren allmählich erschöpft. Du wurdest verbannt und dann kannst du die Apokalypse nur noch alleine überleben. So. Das heißt, wir müssen hier unten draufklicken, sofort fahren und schwubbelibub. Spawnen wir nur in unserer Boxershorts.
Wir haben sie uns aus dem Tierheim scheinbar nicht gelassen. So. Was mir persönlich gefällt, ist die Optik. Warte mal, jetzt müssen wir bloß mal eventuell die Bildschirmeinstellung und die Toneinstellung sind scheinbar ein kleines bisschen laut geworden wieder. Jawohl. Ah, das liegt daran, weil ich das Spiel neu installiert hatte. Deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Und was ist denn Bildschirmeinstellung da? So. So, wir machen mal hier alles auf hoch und machen nur Texturqualität auf Film. Und das war's. Den Rest lassen wir. Ein bisschen entspannter ist, nicht dass wir Buckeln haben. So, wir probieren es einfach aus und wenn es nicht klebt, dann geht es nicht, dann müssen wir es nochmal machen. So, als erstes Stein und Holz. Hoppala. Nehmen wir einfach aus. Es ruckelt immer noch. Wieso kann das sein? Wartet mal, da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen machen. Das liegt eben auch wirklich so ein kleines bisschen daran, das Spiel ist Early Access, das heißt eventuell auch noch nicht perfekt. So. 60 sollte es gesperrt sein. So haben wir es jetzt einfach mal gemacht. So. So, aber wollen wir mal gucken. Es kann natürlich auch sein, das ist das erste Mal, dass ich aufnehme, während ich spiele. Sonst habe ich immer nur gestreamt. Das heißt, da sind die Einstellungen hervorragend gewesen, dass das natürlich jetzt auch die Einstellungen sind. Die im Hintergrund laufen, um das optisch sauber hinzubekommen. Kann durchaus möglich sein. Es ruckelt en masse. Einstellung. Das heißt, wir. Bitte. Bitte. Es kann auch sein, dass ich, wie gesagt, ein kleines bisschen zu stark. Das Aufnehmen eingestellt habe. Das Aufnehmen jetzt sehr, sehr viele. Das hier sind die Stöcker, die liegen auf dem Boden teilweise. Später, wenn wir uns das erste zurückgecraftet haben, können wir damit auch Bäume und Ähnliches kaputt machen. So. Das heißt, der erste Standard ist, wir haben Stöcker und Stein und können hier sozusagen raufgehen und können als allererstes, so habe ich jedenfalls angefangen, den Speer zu machen und uns zu verteidigen. Da reicht ein Stock. Upp. Dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Da können wir auf jeden Fall noch ein Steinschwert machen. Das ist ein kleines Messer. Das ist die Übersetzung, wie gesagt, noch nicht perfekt. Voilà. So. Und weil es so schön ist, lassen wir den Rest jetzt erstmal so. Mit dem Messerchen könnten wir jetzt zum Beispiel auch kleine, wo sind sie denn hier, so eine kleinen Bäumchen hier abmachen. Da kriegen wir auch Stöcker raus. Und was viel wichtiger denn noch dazu ist, um einen Bogen zum Beispiel zu bauen, wir machen das einfach mal. Wir haben auch gleichzeitig noch Pflanzenfasern damit eingesammelt. Machen wir mal nochmal. Ich zeige euch warum. So, jetzt haben wir 10 Stück. Wenn ich nämlich einen groben Holzbogen herstellen will, brauche ich 10 Pflanzenfasern und 2 Holzstöcker. Machen sozusagen die ersten Schritte, die wir ins
Spiel sozusagen machen, um halbwegs fit zu bleiben. Wie gesagt, ich will auch tatsächlich ersten Folge gleich nochmal gucken, dass wir nur erstmal kleines bisschen uns. Hier, ja, die ersten Crafting-Übungen machen, auf Deutsch gesagt, weil, wie gesagt, ich möchte tatsächlich dann nachher nochmal schauen, dass irgendwas ruckelt hier ganz schön stark. Ich glaube fast, dass es die Einstellungen der Aufnahme sind, die ich mache, dass ich zu viel einstellen will, also zu hoch eingestellt habe und deswegen der Prozessor, der leider nur ein Vierkerner ist. Und Intel vielleicht sagt, nö, du, das ist mir gerade ein bisschen viel, was ich hier berechnen soll. Geht's gerade, also jetzt ruckelt es gerade nicht. Sehr schön, hier sind auf jeden Fall noch Steine, weil jetzt haben wir ja einen Bogen gebaut, den ich habe scheinbar irgendwo liegen lassen, weil. Ja, genau. Um das gleich mal zu erklären, wenn ich das hier drin habe, und das passt ja jetzt hier nicht hier rein, drücke ich R for Rotation und dann kann ich das hier einsortieren. Funktioniert wie in viele Spiele, Leute, die Tarkov gespielt haben oder andere Spiele, die funktionieren ähnlich. So, und jetzt kann ich nämlich meinen Bogen hier aufnehmen. Liegt nämlich die Waffenslots liegen nämlich nur auf 1 und 2. Deswegen muss man da echt aufpassen. Und leider zählt das Messer, glaube ich, auch zu 1. Ne, guck mal, hier auf den 3 können wir es dann legen. Wunderbar, aber dieses Speer und die passen hier irgendwie nicht rein. Genau, dieser Gegenstand kann hier nicht ausgerüstet werden. Das heißt, Speer als Waffe und Bogen als Waffe gehören auf 1 und 2. Das Handwerkzeug Messer in dem Moment auf 3. Da muss man echt vorsichtig sein. Ansonsten verliert man das, wenn man es craftet, liegt es einfach auf dem Boden, weil man es da nicht reinkriegt. So, und jetzt haben wir noch keinen Rucksack und ähnliches. So, wir haben jetzt 8 Stöcker und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steine. Das heißt, da können wir nochmal einmal einen Stein aufsammeln. Nee, geht nicht, weil wir den erstmal haben. Das heißt, wir erstmal voll sind, werden erstmal schnell uns Munition herstellen. Das ist gar nicht wenig Zeit, was man dafür benötigt. Also das sollte man in der Zukunft dann immer ganz genau berechnen, was macht man wann. Also Crafting eigentlich in normalen Fällen wahrscheinlich, wenn man irgendwann mal Haus oder ähnliches hat, dass man das dann wahrscheinlich dann eher so in der Nacht macht, wenn man in der Hütte ist, weil es dauert schon ein bisschen, um sich Pfeile nachzubasteln. So, damit sind die ersten 6 Pfeile fertig, jawohl. Das heißt, wir nehmen den mal in der Hand. Und da können wir machen. So, was ich aber festgestellt habe, noch. So, da ist er. Aufsammel Steiner Pfeil. Das hat in diesem Fall geklappt. Ab und zu klappt es manchmal nicht. Also, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass manche Pfeile nicht mehr aufsammelbar sind. Manchmal klappt es, manchmal klappt es scheinbar nicht. So, das heißt, wir haben ein Speer, ein Messer. Und wir haben einen Bogen mit den dazugehörigen Pfeilen, ein paar. Jetzt kann man noch mal sagen, okay, das sind nicht viele Pfeile, man kann jetzt noch weitermachen. Oder man sagt sich, alles klar, guck mal hier, ich habe ja auch noch 2 Stöcker. Ich könnte vielleicht noch eine Steinaxt gebrauchen, einen Bauhammer, eine Fackel. Verband, da brauchen wir Stoffe aber für. Oder eine einfache Stofftasche, da brauchen wir viel mehr Stoffe. So, jetzt wären so die ersten Schritte, die man machen könnte. Wir sind ein bisschen ausgerüstet. Nehmen uns vielleicht nochmal, weil wir wissen, dass wir noch 2 Stöcke im Inventar haben. Nehmen wir die nochmal mit. Und jetzt geht's los. Die erste Runde Looten am Startpunkt kann beginnen. Das geht schon mal nicht. Also hier diese Pflanzen oder sowas, da kann man scheinbar gar nichts mit anfangen. Okay. Da sind Autos, da gehen wir hin. Hier bei dem Holz können wir leider nichts machen. Bei dem Mülleimer sag ich schon, bei den Müllbeuteln leider auch nicht. Was aber auf jeden Fall geht, das habe ich schon ausprobiert. Okay, hier geht's nicht. Solche
Abgedeckten Kisten sind auf jeden Fall eigentlich eine Möglichkeit, was zu looten. Hier ist nichts, hier ist nichts. Solche Kisten hier sind auch manchmal. Aber hier geht gar nichts. Also, was machen wir? Oh, wir gehen raus zum Auto. Hier stand ja ein Auto. Da können wir auf jeden Fall was looten. LKW nicht. So, also die Autos lassen sich auf jeden Fall looten. Hier vorne im Motorraum. Da ist jetzt leider nichts drin. Er hat keinen Motor mehr. Natürlich ist da auch gar nichts drin. Schade. So. Gucken wir mal hier. Ah, guck mal, hier haben wir schon mal das erste T-Shirt gefunden. Rechte Maustaste drücke ich auf Ausrüsten, um es anzuziehen. Und Ausrüsten die Schuhe. Wir haben verschiedene, jetzt muss ich bloß selber gucken, wo war das hier genau? Verschiedene Geschichte, ne? Geschwindigkeit, Verteidigung, Kälte, Widerstand und so weiter. Oben rechts, wenn wir aufs Tab-Menü gehen, sozusagen, wo unser ja, Crafting-Menü und ist. Sehen wir auch, jawohl, wir sind am Tag 1, Jahr 1 im Frühling. Wir haben im Moment 16 Grad, es ist 13:32 Uhr. Das heißt, jetzt ist es vielleicht noch nicht so interessant, die Kältewiderstand hoch zu pushen. Aber irgendwann wird auch Winter werden. Ne? Und wie lange das dauert, das werden wir dann sehen. So, sehe ich schon mal ziemlich gut aus mit T-Shirt. So, wir haben hier eine große Flasche Kraftstoff, kleine Flasche Benzin. Und wie gesagt, da steht das erste Auto. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, weil das habe ich schon mal rausgefunden. Aber kann leider noch nicht so richtig sagen, wie das funktioniert. Ich habe nur eine Vermutung. Ja. So, gucken wir noch ein bisschen rein. Okay, sind auch noch ein paar Ressourcen wie Eisen und ähnliches da, die man wahrscheinlich einschmelzen kann später. Hier ist auch gar nichts drin, ey. Den Loot nicht schön hoch gehabt. So, was man jetzt aber machen könnte. Hier war das nicht, hier war das. Nur mal einfach zum. Nee, auch nicht. Nur mal zum Zeigen. Ah, hier, guck mal, hier können wir auch noch looten. Oh, auch wieder nichts drin. Schade. Hier ist nichts weiter. So, aber in irgendeinem Motor war doch jetzt hier irgendwas drin gewesen. Große Flasche Kraftstoff. So. Ja, ist egal. Lecker finden wir. So. Ich möchte euch damit bloß mal zeigen, was wir damit eventuell machen können. Später mal. Wie gesagt, achtet immer darauf, wenn ihr noch kein Messer zum Anfang habt. Hier unten liegen auch gerne mal Stöcker rum. Sammelt euch die auf. Ihr braucht so ein Speer eventuell. So. Hier ist jetzt ein Auto, was wir tatsächlich nutzen können. Wir können uns reinsetzen. Können aber nichts machen mit dem Auto. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir A, das Auto kaputt ist. Legen Sie für Reparaturen ein Autoreparaturset bei. Das heißt, irgendwo finden wir Autoreparatursets und Kraftstoff. Jetzt haben wir 3 Liter drinne, 4 Liter drinne mit der ganzen Geschichte. Das heißt, das Auto hätte schon mal 4 Liter zum Fahren, aber ich zeig's euch. Dadurch, dass wir noch kein Reparaturkit haben, können wir dieses Auto auch leider noch nicht fahren. Achso, das war jetzt auch, habe ich auch hinten gesessen. So ist richtig. Ja, das heißt, irgendwo. Wir eigentlich bei dem Auto schon geguckt habt? Ja, bei dem hatten wir schon. Irgendwo werden wir wahrscheinlich auch Autoreparaturkits finden und. So, jetzt kommen wir in die erste Gegend, wo man das, den ersten Loot, denke ich mal, auch finden können. Wo es interessant wird, mal zu schauen. So.
Heißt, guck mal, da hinten sehen wir auch den ersten Zombie in dem Bereich. Da hinten läuft er. Da hinten der nächste. Das heißt, jetzt ist wirklich oberste Vorsicht geboten. Ab und zu muss man aber aufpassen, dass man sich nicht verjagt, weil die Schritte hallen ein bisschen nach. Eigenen. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal ist es besser, den Kampf tatsächlich auch aus dem Weg zu gehen, wenn man so wie wir noch eigentlich noch gar nicht stark sind. Autoteile und dieser Kupferblock. Den Kupferblock, denke ich mal, können wir später einschmelzen. Da wird man bestimmt irgendwie wieder Ressourcen draus machen. Aber das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Soweit sind wir noch weit nicht, aber hier eine Sonnenblende. Happy. Guck mal, sieht das nicht schön aus? Ah, schon ein bisschen stylisch. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall einiges zu looten. Hört sich auch nicht so an, dass was kommt. Hier, das scheint ein bisschen interessanter zu sein. Handle with Care. Natürlich ist nichts drin. Und mehr ist auch nicht. Beauty. Dann werden wir mal lange I drücken. Da klärt sich vieles von alleine, ne? So eine Heilspirale und ein elektrischer Ofen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Sag mal. Wir finden ja hier gar nichts. Hier los. So, also wenn man es einfach einmal geöffnet hat, bleibt es offen. Das heißt, man muss da nicht nochmal Ewigkeiten suchen oder sonst was. Auch, also das war schon mal wieder richtig gut. Hat sich gar nichts gebracht. Heißt, oh, da ist eine Zombie-Dame. Mal wirklich mal, ob wir. Oh, da kann man einfach durchlaufen durch die Türen. Natürlich können das aber auch die Zombies, also das heißt, die Türen so sind nicht sicher. T-Shirt brauchen wir nicht, haben wir jetzt an. Gar nichts drin. Man auch sehr ruckelig. So. Hört ihr den? Ah, ist der erste Zombie. Dem werden wir wahrscheinlich nicht entkommen. Da ist er. Mal sehen wir ihn. So. Erstmal die Munition mitgenommen. Wir gucken mal und hoffen mal eigentlich, dass er. Ja, irgendwas Tolles noch finden. Wir gehen erstmal aber wieder zurück. Bisschen, denn ich würde fast sagen, die erste Folge haben wir erstmal hinter uns gebracht. Auch wenn es erstmal alles noch nicht hundertprozentig schön war, es noch ein bisschen ruckelt. Ich danke auf jeden Fall erstmal für euer Verständnis dafür. Und ich werde mir das jetzt tatsächlich mal anschauen. Wir werden das Spiel mal hier speichern. Werden wir es mal anschauen, ob wir da nochmal ein bisschen bessere Sachen reinbekommen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn wir dann noch ein bisschen looten und die ersten Kämpfe wahrscheinlich nicht umgehen können. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Drückt das Abo-Zeichen. Ja, würde mich echt mega freuen, euren Support zu bekommen. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße, euer Garacho. Ciao.